Erste Halbzeit hat mir eigentlich vom Grundsatz her ganz gut gefallen, weil wir auch das, was wir machen wollten, nämlich früh attackieren, auch immer wieder den Gegner ins Zentrum lenken, aus einer Balleroberung heraus dann schnell nach vorne spielen, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Und ich glaube, da hatten wir vom Prinzip her auch genug Möglichkeiten im Spiel nach vorne, haben Torchancen uns erarbeitet, zu Recht dann auch 2-0 geführt. Sicherlich ist ein Tor dem Gegner auch ein bisschen geschuldet, ne, im Hinblick auf die Fehler, die er in der Spieleröffnung macht, die wir aber mit dem, was wir im Pressing gespielt haben, auch provoziert haben. Wir hätten für mein Empfinden auch in den ein oder anderen Situationen noch ein bisschen mehr Zielstrebigkeit an den Tag legen können. Und da muss es eigentlich vor der Halbzeit schon klarer stehen. In der ersten Halbzeit hatten wir so die ersten 5 bis 10 Minuten so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Danach war das im Spiel nach vorne, im Spiel mit dem Ball wirklich ganz ordentlich. Haben wir häufig probiert, spielerische Lösungen zu finden, was uns auch ganz gut gelungen ist. Es hat ja die letzte Torgefährlichkeit hat gefehlt vorne drin. Da kam mal eine Flanke ein bisschen zu kurz, mal eine Flanke ein bisschen zu lang. Aber insgesamt war das im Spiel nach vorne wirklich ordentlich. Nach hinten bringen wir uns einfach um den Lohn, indem wir da 2 individuelle Fehler machen, wo wir dann einfach nicht richtig stehen oder einmal den Ball in die Füße des Gegners spielen. Da bringen wir uns so ein bisschen um den Lohn und den vielen Aufwand, den wir betreiben. Ja, grundsätzlich ist mir das Ergebnis heute nicht so wichtig, aber die Erkenntnis, die ich rausziehe, und das freut mich riesig, dass wir die zweite Halbzeit so gut gestaltet haben. Also wir haben 8-mal durchgewechselt, wir haben viele junge Leute gebracht, wenn ich da mal unsere Innenverteidigung nehme, beide 19 Jahre, und die haben das beide überragend gespielt. Also das ist ein Patrick Krengel, der gerade neu dazugekommen ist, macht ein überragendes Spiel. Der Tom Samson mit seinen 19 Jahren macht ein klasse Spiel da hinten. Also da standen wir richtig gut, und auch nach vorne hin, wenn ich den Serkan Aytemir sehe, der gerade aus der A-Jugend rausgekommen ist, macht ein klasse Spiel. Also das sind so die Erkenntnisse, die mich einfach riesig freuen heute. Felix Schäfer auch im Mittelfeld ein gutes Spiel gemacht. Also die machen richtig Druck da von hinten, und das war heute das, was mich am allermeisten gefreut hat. Also da haben wir wirklich gerade in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben dem Gegner Möglichkeiten gegeben zu pressen. Und dann hatten wir den Spielfluss auch nicht mehr. Na, der war dann komplett raus, und das war eigentlich zweite Halbzeit so ein bisschen schade. Letztlich das Tor freut mich sowohl für den Silvano wie auch erste Halbzeit für den Benny. Beide Stürmer haben getroffen. Wir haben nicht allzu viele Tore im Rahmen der Vorbereitung geschossen. Deswegen war das heute auch ein Aspekt, der sicherlich sehr, sehr positiv zu bewerten war. Ja, ich denke schon, dass wir die Spieler gut bewerten können, weil wir schon 4 Wochen sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben eine kurze Vorbereitung, das ist ganz klar. Und das wird uns in den ersten 2, 3 Spielen auch noch zu schaffen machen. Ja. Ich denke aber, dass wir fit genug rauskommen und sehr stabil rauskommen werden. Und gerade auch die neuen Spieler durch den Umbruch, den wir gemacht haben, mit der Mannschaft auch, klasse herauskommen werden. Ich denke einfach, wir sind sehr stabil in der Abwehr. Wir haben das Grundgerüst in der Abwehr zusammengelassen, Thorsten, und darüber hinaus haben wir individuell die Spieler ergänzt auf den Positionen, wo wir uns verstärken mussten, ja? Haben neue Spieler, gut ausgebildete Spieler und junge Spieler im Hintergrund, die sehr, sehr viel Druck heute gemacht haben, auch beim Spiel, und ich denke, das wird ein guter Start werden, und wir sind bereit für die Hessenliga. Ja. Also wir starten gegen Offenbach. Also da kommt noch ein Ligaspiel davor, deswegen ist das eigentlich der Punkt bzw. das Spiel, wo wir uns jetzt momentan mehr drauf konzentrieren als das Pokalspiel, was sicherlich auch bei dem einen oder anderen Spieler im Kopf rumschwirrt, aber gleichzeitig der Liga-Auftakt und dann als Freitagabendspiel gegen einen Gegner, der auch hochattraktiv ist mit Offenbach, letztes Jahr Meister, wo wir, so hoffe ich, auch einiges an Zuschauern haben werden, ist momentan das Highlight, was vor der Tür steht. Gleichzeitig haben wir jetzt noch ein Vorbereitungsspiel gegen Hamburger SV, was sicherlich auch im Hinblick auf Zuschaueraufkommen und Medieninteresse ein Highlight sein wird. Und wir starten, da haben Sie sicherlich recht, mit einigen Highlightspielen. Nach dem Offenbach-Spiel kommt dann das Pokalspiel gegen Hannover. Und das ist toll. Das ist, denke ich mal, auch insgesamt für die Stimmung und die positive Stimmung momentan sehr, sehr gut. Gleichzeitig sind es natürlich sportlich extrem große Herausforderungen, die wir erstmal bewältigen müssen.